Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem nachmittäglichen Metro 2033 Redux. Zumindest nachmittäglich bei mir. Draußen scheint die Sonne, das Ambiente passt völlig nicht zu dem Spiel. Aber okay, wir brauchen, haben wir keine Filter mehr? Arg! Schnell weiter. Das ist natürlich Käse. Hier Filter, tonnenweise. Oh, nein, sonst was. Was passiert jetzt? Licht. Okay, das war der Generator. Hier hinten vielleicht noch was. Das könnte man mit dem Teil hier rausfinden. Ah, wieder so ein hübsches Kerlchen. Genau, mit Munition dafür. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich brauche wieder die Knarre. Und ich brauche nochmal das Feuerzeug, das Feuerzeug. So, damit diese Spinnen hier wegkommen. Oh, ein Tabulator-Eintrag. Den nehmen wir natürlich auch mit. Das war hier oben. Da haben wir beide Einträge gefunden. Das passiert relativ selten. Ein F brauche ich nicht, das ist schön. Wir müssen nicht umblättern. Eintrag 2. Die Metro tötet den Glauben an Wunder. Lehrt dich aber auch, ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange. Voller Faschisten, wohlgemerkt. Das grenzt an ein Wunder. Als wenn ich von jemandem geführt würde, ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung oder vielleicht das Schicksal selbst? Ja, das wissen wir natürlich auch nicht. Escape, wo war Escape? Ist immer noch die neue Tastatur. Wenn man ewig mit alter Tastatur oder mit der gleichen gespielt hat, es ist ein Kreuz, wenn man dann plötzlich eine neue hat. So, wo geht's hier lang? Wir verglühen hier mal alles. Auch ein bisschen in der Hoffnung, dass wir hier halt noch was finden. Was uns in irgendeiner Art und Weise nützlich sein könnte. Ist das wieder eine Falle? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kann das ausgelöst werden? Rums. Oh, ja, der Schatten, der ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt hätte ich fast schwören können, dass es jetzt losgeht hier, das Ding, dass das so rüberschnellt und uns zermanscht. Weil irgendwie habe ich ein Geräusch gehört. Das klang ein bisschen wie wenn irgendeine Mechanik ausgelöst wird. Sag mal, hier unten hat aber echt schon länger keiner mehr sauber gemacht. Okay, dafür nehmen wir die Spinnen in Kauf. Wir haben wieder ein bisschen Medizin. Da war noch ein E. Ein E? Wo war hier ein E? Irgendwo war hier ein E. Hast du nochmal eins? Nein. Der Kasten hier? Nö. Wo war das denn? Irgendwie hat was aufgeleuchtet. Ah, die Tür. Okay, dann öffnen wir doch die Tür. Wenn wir sonst nichts finden können. Das habe ich. Oh. Cool. Hallöchen. Ich dachte gerade, da höre ich doch tatsächlich schon wieder irgendwie einen bösen Fremden. Jetzt habe ich aber definitiv nochmal ein E gesehen. Langsam kriege ich hier eine Paranoia in Sachen E's. Naja, wir haben die Zeit. Wir gehen mal gucken. Vielleicht. Ja, wusste ich es doch. Moment. Wenn ich richtig hinstehe. So, Munition. Okay, und noch ein bisschen Feuerwerk. Das ist auch schön. Ich kann ja mal... stand wahrscheinlich schon x-mal in den Kommentaren, dass ich das nie mache. Weiß ich nicht. Zumindest nicht bis zur Folge... Wo sind wir denn jetzt online? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle stand das noch nicht. Aber, ja, hier kann man halt einfach ja die Sachen auswählen. Ich bleibe mal hier bei... Moment, hier waren sie. Die Mollys, die finde ich fast am schönsten. Wenn es brennt, ist immer nett. Und wir steigen hier mal fröhlich ein. Mit Waffe im Anschlag. Und ab geht's in Richtung Polis. Okay. Aha. Es lädt. Das sind keine normalen Mutanten. Nee. Das ist irgendwas anderes. Ja. Irgendwas Schlimmeres. Ja. Das sehe ich auch so. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Nee. Schrecken. Das ist das Ende. Ich kann mich bewegen, okay. Wir sind aber unbewaffnet. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen lassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Dann lass mich durch. Was macht er da? Lauf, Artyom!
hier laufen. Oder müssen wir da lang? Nein, wir müssen hier lang. Oh, oh, das könnte knapp werden. Das reicht nicht mehr. Okay. Du kannst dich nicht vor der Zukunft verstecken. Kann man das schaffen? Das sehen wir gleich. Es ist schwierig, wahrscheinlich nicht. Meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Okay. Das konnte man nicht schaffen, denn sonst wäre... Hey, hier, bei dem Wagen! Mach den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Die kennen aber seinen Humor. Ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist. Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Hallo. Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Dann fahren wir mal wieder. Eben, ich wollte sagen, sonst wäre da das Sterbebildschirm gekommen natürlich und wir hätten es nochmal versuchen können. Da wir es nicht mehr versuchen konnten, nehme ich an, das musste so sein. Sehen ja schon gruselig aus mit ihren grünen Augen. Die sind aber ordentlich bewaffnet. Also das ist, ui, cool. Wow. Hier wird ordentlich gewerkelt. Cool, so Sachen gefallen mir. Wenn man so in so Stationen reinkommt, ich weiß nicht. Wir haben grün. Und hier hat es fröhliche Menschen. Sieht man wahrscheinlich nicht allzu oft hier unten. Und die sind wohl eingesperrt. Die sind dann nicht mehr ganz so fröhlich. In Ordnung, geht. Ja, wir steigen mal aus. Was willst du? Verschwinde! Guten Abend, die Herren. Oh. Willkommen in der Police. Moment. Ja. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Die reden zwar, aber wir haben was zu tun. Sehen Sie, 130. Okay, wir kaufen mal. Bolzen kann man immer gebrauchen. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Ich hätte gerne noch ein paar Filter. Da müssen wir gucken, wo wir die finden. Okay, und nicht alles Geld ausgeben. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Okay. Schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Nee, das sind eigentlich nur die Knarren. Wir könnten höchstens mal schnell gucken. Laservisier und Co. Das ist alles zu teuer. Wir brauchen Filter. Guter Mann, wo gibt's hier die Filter? Auf der anderen Seite vielleicht. Der sitzt hier. Oh, da ist noch ein Eintrag. Okay. Der sitzt hier tatsächlich vor einem PC. Das ist ja ganz cool. Da könnt ihr zur Ablenkung auch noch ein bisschen zocken. Können wir jetzt hier auf die... durch die ganze Station durch? Nee, der steht hier im Weg. Kollege? Ja, ich gehe weg. Geht nicht gut. Habt ihr hier allen Ernstes keine Filter oder finde ich sie nicht? Wenn wir hier mal gucken, da sind eigentlich Filter. So, und wo sind die jetzt? Vielleicht hier? Jawohl. Nein, doch nicht. Doch. Kaufen wir, was wir haben. 16 Minuten haben wir. Das ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Hallöchen. Nachricht von Hunter. Hier entlang. Moment, wir haben hier hinten noch ein Journal, das wir angucken müssen. Die Zeit muss sein. Police Eintrag 1. Da brauchen wir das F. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer den Traum, die Police zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Police kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Polis ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler, all jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtet.
Die letzte Trutzburg der Kultur und Zivilisation und die Geschichten, die in der Metro erzählt werden, besagen, dass elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt. Genauso, wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend und sauber bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, glichen den Hallen der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Allein schon hier zu sein, lässt einen diese unglaubliche Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird. Wenn es in der Metro eine Macht gibt, die die Messe vor den Schwarzen retten kann, dann muss sie hier verankert sein. Okay, ein Ort der Hoffnung in dem Fall. Ich würde sagen, ja, wir folgen mal Herrn Miller. So, da wären wir. Eine Uhr tickt. Okay, kriegen wir auch ein Käffchen? Nee. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Die meinen wohl uns. Na, dann bringt uns mal. Ja, das ist definitiv relativ eindrücklich, was wir hier alles haben. Wir gucken uns das natürlich alles mal an. Aha, der verkauft auch Sachen. Nee, wir haben ihm wieder was geschenkt. Den Fehler habe ich schon in der ersten Folge gemacht. Da kommen wir nicht lang. Na, junger Mann. Aha, da geht's dann wohl rein. Da können wir hier nicht erst noch ein bisschen gucken? Ich finde das spannend, wenn wir schon mal... Oh, hier ist das Krankenhaus. Beziehungsweise Krankenhaus. Guck mal, da hinten. Da liegen diese Viecher. Das ist dann wohl eher eine Forschungsstation. Und hier noch mal ein kleines Kind. Und hier eine Büste eines wichtigen Menschen. Aber wir gehen da mal hier rein. Oh. Sieht ein bisschen aus wie ein Standgericht. Hat ein Momentchen gedauert. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist. Oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek. Ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch. Das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Okay, das werden wir sein, das habe ich gehört. Und noch was. Zurückgehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Okay, hier ist aber nochmal so ein Teil. Moment. Entschuldigung, Eintrag 2. Wir haben beide Einträge gefunden. Das war aber auch nicht so schwierig auf dieser Station. Wer hat diesen dummen und hochtrabenden Satz über Verantwortung gesagt, die mit der Macht kommt? Ich hatte gedacht, dass die Polis die Spitze der Macht in der Metro ist. Ihre Wachen bis zu den Zähnen bewaffnet, ihr unglaublicher Ruf bei allen Nationen und Stationen, ihre Lager voller Lebensmittel und Munition, ihr Reichtum und Wohlstand. Die Polis ist das Zentrum des Universums, doch offensichtlich schert sich dieses Zentrum einen Dreck um irgendwelche Hinterstationen. Der Rat wollte nicht einmal seine Zeit damit vergeuden, uns bis zum Ende anzuhören, aber nachdem er dann zögernd doch zustimmte, stempelte er nur noch faul abgelehnt auf den verzweifelten Appell.
der Messe. Und es war nicht einfach nur mein Appell, der abgelehnt wurde, es war Millers Appell, der Appell des Kopfes der Ranger. Ich dachte, jetzt sei alles vorbei, wenn da nicht Miller und seine Leute gewesen wären. Die Ranger werden nicht umsonst Orden genannt. Sie sind ein regelrecht ritterlicher Orden, ein Staat in einem Staat, eine Bruderschaft von Leuten, die Schwüre abgelehnt haben, die an höhere Werte als den ihres Lebens glauben. Und die Ranger haben geschworen, die Metro vor allen Gefahren zu schützen, die ihre Bewohner bedrohen. Egal, in welcher Station sie wohnen oder woran sie glauben. Okay, die Polis ist also eigentlich nur an sich selber interessiert. Dafür haben wir jetzt die Kollegen von den Rangern, die auf unserer Seite sind und mit uns kämpfen. Und wir gehen jetzt hier mal in Richtung Oberfläche, in Richtung Bibliothek wahrscheinlich. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Okay, machen wir mal. Ich fürchte, wir haben zu wenig Luft dabei. Das kann natürlich gut sein. Wir hätten vielleicht... Ja. Wir hätten ein bisschen mehr in Luft investieren sollen und weniger in Munition wahrscheinlich, denn... Ah, da sind die Vögel wieder. Die ganze Munition, die bringt uns nichts, wenn wir ersticken. Das dürfte auch relativ klar sein. Aber irgendwie ist es cool, wieder draußen zu sein. Mir gefallen zwar diese Höhlensysteme und so weiter, die unterirdischen auch gut, aber ich finde das einfach relativ schick hier, wie das gemacht ist mit dem Winter, dem ewigen, wie es so schön heißt. Erstmal alles begutachten. Hier ist aber definitiv nichts für uns, außer noch ein schönes Spinnennetz. Moment. Komme ich da nicht ran? Da müsste ich doch rankommen. Ach, wir sind voll mit Medikamenten. Also zumindest im Inventar. Ansonsten hoffe ich nicht, dass wir gefüllt sind mit Medikamenten. Das wäre nicht allzu gesund. Ja, und apropos nicht gesund. Die kennen wir ja. Wir schauen mal, wo es hingeht. Nicht geradeaus. Ich hätte jetzt darauf getippt, dass das da vorne die Bibliothek ist. Oder ist das, weil wir noch nicht draußen sind? Nein. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Da brauchen wir aber was zum Schießen. Und nicht unser Feuerzeug. Wo? Wir müssen das... Halt, da ist noch was. Oh. Warum denkt er jetzt... Was macht er denn? Nochmal ein Eintrag. Okay. Allee, Eintrag 1. Doch, ich brauche mein F. Die Ranger nennen ihre Basis Sparta und sich selbst, entweder im Scherz oder im Ernst, Spartaner. Das passt zu ihnen. Eher wollen sie sterben als aufgeben. Es sind auch nur wenige genau wie ihre historischen Gegenstücke. Jeder von ihnen ist ein erfahrener Kämpfer, der 10 normale Soldaten wert ist. Aber sie sind einfach nicht genug, um einen ganzen Krieg zu führen oder die Legionen der Schwarzen abzuwehren. Deshalb ist Millers Plan unsere einzige Chance. Eine noch funktionsfähige Raketenbasis finden, Raketen abfeuern und das Nest der Schwarzen in Schutt und Asche legen. Wenn wir das durchziehen, werden unsere Verluste minimal sein, während meine Heimatstation und die gesamte Metro mit ihr gerettet werden. Es scheint ein perfekter Plan zu sein, aber es gibt auch etwas, das mir Sorgen macht. Der Plan scheint einen Schwachpunkt zu haben. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Fehler machen. Aha. Ja gut, wir können nicht anders. Wir gehen jetzt mal weiter. Und irgendwie wundert es mich nicht, dass diese Polis uns nicht hilft. Das ist doch meistens so. Wenn irgendwas funktioniert für sich selber, dann hat man Angst vor dem Fremden und so weiter. Man möchte nicht gestört werden. Das ist meistens so. Hilfe kriegt man meistens von den Leuten, die sowieso auch selber Hilfe brauchen würden. So, wir machen das langsam. Es ist mir zu gefährlich, wenn hier die Vögel unterwegs sind. Wenn uns hier einer erwischt und einfach irgendwo runterschmeißt, wir wissen nicht mehr, wo wir hin müssen. So, hier haben wir ein bisschen Deckung. Da kommen wir nicht lang. Was zum Geier war das? Oh, das ist irgendwie das Eis, das einbricht. Okay, dann versuchen wir das mal mit Tempo. Ah, ich rutsche wieder mit der Maus ab. Merkt man's? Ich ziele wie eine Kuh. Kommen wir hier hoch? Nein. Irgendwo muss es ja doch aufgehen. Vielleicht hier mal ein bisschen ducken. Und erstmal... Oh, hier geht's runter.
Muss ich hier runter oder... Oh, ist das so ein Loch von denen hier? Kommt die hier raus oder... ja, meine Stimme stockt. Wir müssen irgendwie nach da. Ja, mit dem Feuer... Oh, der lebt noch. Echt jetzt? Jetzt lebt er nicht mehr. Heiliges bisschen. Ja, wir müssen mit Sicherheit nicht da runter. Würde ich mal behaupten. Aber... Mach du mal Männchen. So. Fertig lustig mit Männchen machen. Wenn wir hier natürlich nicht weiterkommen, müssen wir vielleicht doch da runter. Ich gehe mal hier runter. Wir werden es gleich sehen. Doch, das war nicht so falsch. Ich dachte, jetzt kommt wieder dieses... Dass wieder ein Viech kommt, das hier unten wohnt. Schüsse, Kinder. Heiliges bisschen. Ja, okay. Ich würde sagen, Schüsse und Kinder... damit beschäftigen wir uns morgen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wir kommen immer weiter und ich denke, langsam kommen wir in Richtung Ende des Ganzen. Wobei, ein paar Folgen werden es hoffentlich noch. Fände schade, wenn es schon fertig wäre. Ist es ja aber nicht. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.